Ja, ich sollte langsam nach Hause. Das wäre wahrscheinlich das Klügste überhaupt. Hallo Wurmloch, hallo Campfeuer, ich mag dich. Feuerstein reinwerfen, ja, das bringt auch so viel. Ich hab gar keinen Wald, ja, dann nimm den... nimm die Scheiße! Gut, nachdem wir die Kacke verbrennen... Wir können eigentlich auch hiervon welche reinwerfen. Oder wir können Bäume pflanzen, aber wer braucht denn Bäume? Ach so, wir. Ja, okay, dann sag das doch gleich. Dann sammeln wir mal ein paar davon. Einfach, damit wir immer so welche haben. So ein paar zumindest. Danke. Nimm das, Natur. Oh, da ist was Böses unten. Es ist Böses im Busch. Den noch dazu? So, Leute. Das sollte reichen, um die Nacht zu überstehen. Bisschen umsehen kann ich mich noch. Soll ich? Ich wage es mal. Okay. Die Fackel ist weg. Also zurück. Zurück zur Basis. Es gibt hier nichts zu sehen. Es scheint auch... Da scheint es auch kaum Steine zu geben. Vielleicht hier in den Norden. Oder wir gehen eher mal in den Süden und verbinden das dann auch damit. Mit diesem Wurmloch praktisch. Auf physischer Ebene. Ja, das machen wir morgen. Erstmal warten wir jetzt, bis der Tag wieder anbricht. Es wird ein bisschen dunkel, aber ich glaube... Oh Gott, wir verlieren die Kontrolle über das Feuer. Warum denn? Okay. Sollen wir noch ein bisschen Zeug reinwerfen? Hey, wir verlieren die Kontrolle über das Feuer. Werf mal Brennstoff rein. Oh Gott, da ist wieder ein dunkles Wesen. Diese Augen da. Erinnert mich gerade an ein gewisses alkoholisches Getränk. Aber wir reden hier nicht über alkoholische Getränke, denn das ist böse. Oh, Nacht überstanden, Leute. Guten Morgen, es regnet. Und irgendwie scheint es mir nicht allzu gut zu gehen. Erstmal ein bisschen Kacke sammeln. So, jetzt geht's mir schon viel besser. Nördlich oder sagen wir mal östlich, verdammt. Östlich dieses Loches. Könnte sich möglicherweise... Iss mal ein paar Beeren. Ah, die bringen gar nichts, oder wie? 44? Doch, die bringen was, eine Menge sogar. Was ist denn los mit euch? Das sieht mir nicht nach normalen Hasen aus irgendwie. Aber... Nein, wir warten, bis wir die... Oh Gott, ein Stein, danke. Oh, oh Gott, was war das denn jetzt? Ich glaube, wir brauchen dieses Ding, das uns vor Gewitter schützt. Ich mach dir nichts, liebes Monster. Okay, wir werden immer dümmer. Also nicht so wörtlich. Ein metallisches... Kartoffelding. Diese Metallkartoffel beinhaltet große Mächte, okay? Und eine Schaufel, das ist auch noch besser. Ich sollte versuchen, ein paar Sachen dort anzubauen, an dieser Farm. Ihr Versuch wäre es natürlich wert, aber was könnte man da anbauen? Kann ich hier eigentlich... Nee, es geht nicht. Okay, das geht auch nicht. Ich habe hier Samen. Die könnte ich da hinlegen. Okay, ich würde sagen, gucken wir später mal vorbei, ob was draus geworden ist. Jetzt erstmal sind wir auf der... Funktioniert Shift vielleicht? Okay, so halbiere ich das wenigstens. Gut. Hey Hasilein, seht ihr das? Ist das nicht wunderschön? Ist das nicht eine wunderschöne, traumhafte Karotte, die sich dort befindet? Findet ihr das nicht auch? Oh, scheiße, jetzt bin ich zu nah ran.
Ich kann noch hinter den da. Los, hol sie dir. Attackieren! Okay. Was war das denn? Albtraum. Albtraum? Brennstoff? Was zur Hölle ist hier los? Die Sicht verschwimmt langsam ein kleines bisschen zu viel. Ich glaube... Ich verstehe! Wir müssen... Da fahr doch dieses... Da fahr doch dieses... Klar. Okay, ich glaube, wir müssen schlafen in näherer Zeit. Ich glaube, wir müssen sehr schnell darauf achten, dass wir schlafen. Ich glaube, wir brauchen, damit wir überhaupt weiterkommen, erstmal so einen verdammten Wissenschaftstisch. Dafür brauchen wir einen Gold Nugget. Und auf der Suche dieses einen Gold Nuggets befinden wir uns jetzt schon seit Äonen, sage ich euch. Äonen. Hier ist auch... Nee, es ist auch... Ich habe nichts übersehen. Ich habe jeden Felsen zerstört, den ich finden konnte. Es waren gerade mal 3 im gesamten Spiel bisher. Das erscheint mir etwas wenig, aber na gut, dann halt ich. Ich meine, verdammt. Wenn ich doch nur Steine finden würde. Kann es so schwer sein, einen Felsen zu finden? Was ist das hier? Das ist zurück zur Herde? Ja. Da ist ein Wurmloch. Aber das haben wir auch schon mal besucht. Ist aber jetzt momentan egal, denn so langsam wird es ja ein bisschen langweilig. Langweilig. Ich meine, wie nennt man das? Eigenartig. Eigenartig. Danke. Zumindest etwas Futter. Aber das hilft mir auch nichts gegen mein Schlafproblem. Das hilft mir auch nichts gegen mein Steinproblem. Es ist ja unglaublich, dass ich verzweifelt bin auf der Suche nach Steinen. Sowas wie Steine. Steine sind doch eigentlich überall. Habe ich nicht sogar im letzten Durchgang Steine gehabt zumindest? Ja, ich weiß, da ist ein Haus, aber damit können wir jetzt noch nichts machen. Wir brauchen erstmal Steine. Also natürlich können wir damit wahrscheinlich schon was machen. Nur das Problem ist... Steine sind gerade wichtiger. Für diese verdammte Wissenschaftsmann. Wir brauchen ein Lagerfeuer. Es ist vielleicht sogar das Wichtigste überhaupt. Nimm das, Natur. Ja, mach das da rein. Okay, es wird langsam ein bisschen dunkel. Wie ich nicht umhin komme anzumerken. Wir sollten uns vielleicht sogar beeilen. Stirb! Oh! Bitte! Oh Gott! Weg hier! Weg hier! Da ist ein Stein! Da ist ja ein Stein! Habe ich den gerade eben übersehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich weg will hier. Ich könnte jetzt ein Lagerfeuer machen, aber dafür sind mir zu viele Spinnen hier. In der Nähe. Mach das Lagerfeuer hier, es geht nicht anders. Lagerfeuer. Okay, wir können sogar so eine Feuergrube anzünden. Leute, Schlaf, ja. Eine Fackel? Wäre vielleicht ganz schön. Denn ich glaube, wenn wir uns jetzt nicht trotzdem irgendwie weiter auf diese... Was ist denn mit dir los? Stirb! Was ist das hinter mir? Was? Okay, wir haben 2 Tage überlebt. Geile Scheiße. Wie viel Pech hatten wir denn jetzt eigentlich? Oh, Leute. Das ist ja nicht gut gewesen. Cool, ein Schlaffall und was man hier alles... Wahrscheinlich hatte ich einfach unglaubliches Glück, ja? Ich habe fast die Vermutung, dass ich einfach in irgendwie einer Welt gespawnt bin, in der es keine Steine gab. Also, schon Steine wahrscheinlich schon, aber nicht in der Nähe. Überhaupt nicht in der Nähe.
Man läuft auch schneller, wenn man gesund ist. Ich werde das jetzt gar nicht erst versuchen, hier irgendwas mit von wegen Steinen zu machen. Nee, Leute. Doch, Leute, eigentlich schon. Aber ich begebe mich jetzt erstmal in der Suche nach... Guck mal, hätte ich dieses Zeug gehabt, hätte ich problemlos überlebt. Die Reise beginnt. Und über uns wehen die Steine im Wind. Wo sind denn hier Steine? Sag mir das. Steine! Wären es jetzt irgendwie Diamanten oder sowas, was ganz, ganz Wertvolles? Oder wäre das irgendwie... ein Scheck über 4,2 Millionen Dollar. Dann würde ich ja verstehen, dass der nicht überall rumliegt. Aber Steine! Leute, Steine! Wie kann man denn so viel Pech haben? Ich könnte theoretisch wahrscheinlich auch einen von denen hier einfach jetzt zum Schlafen bringen. Aber das lassen wir mal lieber bleiben. Begeben uns stattdessen auf die Suche nach Steinen. Dieses Mal ohne Experimente. Direkt von Anfang an. Ich will einfach nur wissen, ob es Steine gibt. Ob es auch nur einen einzigen Stein in dieser Welt gibt. Mehr will ich nicht wissen. Was bräuchten wir eigentlich für eine... okay, Flintstone brauchen wir auch noch. Gut, jetzt haben wir zumindest zwei Steine. Wie oft habe ich Steine in dieser Folge gesagt? Ist völlig egal. Ja, es ist doch wahr. Was soll denn das? Wieso sind Steine denn so wertvoll? Das muss einem auch einer sagen. Marco, wenn du einen Stein findest, behüte ihn gut. Denn es wird der letzte sein, den du in diesem Leben siehst. Ja, das zu wissen hätte mir wahrscheinlich so einiges gebracht. Auch hier mal wieder ein Stein. Boulder. Ich muss an Boulder Dash denken. Ein durchaus interessantes Spiel. Let's Play kommt morgen. Nein, Quatsch. Okay, wir haben Flint. Schön. In dieser Welt gibt es zumindest ein bisschen von dem Zeug, was ich brauche. Was wir jetzt noch brauchen, ist Äste, aber die sind hier auch zuhauf vorhanden. Danke. Machen wir uns eine Axt oder eine... Erstmal eine normale Axt. Hierfür brauchen wir wieder einen Ast, aber den haben wir ja. Freuen wir uns einen Ast drüber. Und da. 1, 2, 3. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Wir haben tausende Bäume gesehen, aber nur 3 Steine auf unserem gesamten Weg. Die Frage ist jetzt, ergibt es Sinn zurückzulaufen oder ist es effektiver weiter zu suchen? Weil wenn wir zurücklaufen, erkunden wir nichts Neues. Und es kann ja sein, dass hier noch ein ganzes Plateau von Steinen ist. Dieser zum Beispiel, den hätte ich übersehen. Rüste das Minenbearbeitungsgerät aus. Spitzhacke! Ich hab's. Nach einer Stunde geschätzt. Spitzhacke heißt dieses Zeug. Spitzhacke. Hör dir, Spitzhacke. Das klingt schon so spitz. Ja, das ist ja auch ein Teil vom Wort. Oh, Leute. Ja, es wird spät. Ein paar kleine Ästchen sollten wir wahrscheinlich sammeln. Durch die Dunkelheit der Nacht. Okay, hier ist ja noch ein Stein. Ist ja unsere Glückssträhne heute. Stirb! Du niederträchtiges Biest. Von denen es aber nur sehr wenige gibt. Naturschützer, stellt mal Steine unter Schutz. Ein ganzes Isotop nur von Steinen. Isotop? Benutzt doch keine Wörter, von denen du nicht mal im Ansatz weißt, welche Bedeutung sie haben. Okay. Haben wir genug für ein Lager? Was fehlt uns denn? Holz. Ja, das kriegen wir schnell. Ist jetzt nicht so... Wir sind nicht mehr in Gefahr, sag ich mal. Ich glaube, wir haben sogar genug Zeug, um uns ein Bett draus zu machen. Könnte sein.
Jetzt aber erstmal ein bisschen Holz zusammenkraxeln.